Hallo und willkommen zurück zu Jagged Alliance Rage. Und falls ihr noch den alten 12. Teil gesehen habt und euch jetzt ein wenig wundert, wieso hier einzelne Details ein wenig anders sind, ich habe das hier nochmal neu gespielt, weil der Ton gefehlt hatte. Sorry dafür, aber dafür haben wir jetzt hier schön Ton und können damit jetzt den Rest hier erledigen, den ich aber halt auch schon gemacht hatte. Also ich habe insgesamt drei Teile also mit dieser Mission gemacht. Mal gucken, ob das jetzt quasi dann schon der Abschluss sein wird, weil diesen neu gemachten Teil 12 habe ich jetzt auch innerhalb von 30 Minuten, also bis hierhin, wieder gespielt. Und ich nehme mal an, dass der Rest jetzt auch deutlich schneller gehen wird. Ich weiß auf jeden Fall, dass der Typ hier da jetzt nochmal vorbeikommen wird. Und auf den sollten wir auf jeden Fall warten, weil der ist halt fies. So, also, wir warten also erstmal. Wobei, ja, ich glaube, da kommen wir auch gar nicht. Na doch, da müssten wir auch hochkommen. Endlich frieße Luft. Endlich frieße Luft. Ich weiß, ihr habt die Stimme von Vicky vermisst. Was gibt's denn? Insbesondere Nonk. Bereit. Ich wurde bereit dann gehen wir geboren. Mal. Zip. Naja, die müssten wir aus dem Fenster erschießen. Ich kann mich zwar jetzt nicht mehr ganz dran erinnern, wie ich das vorher gemacht hatte. Ich bin bereit. Aber das wird schon. Jetzt müssen wir auf jeden Fall erst warten, bis der Typ da hinten vorbei ist. Immer bereit. 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 Bin startklar. Bin startklar. So. Lululu. Jo. Ich bin bereit. Immer bereit. Aha. Wir müssen noch mal warten, bis der hier weiter weg ist. Bin startklar. Möglichst sogar. Ja, das sollte eigentlich reichen. So, dann wechseln wir hier auf die Waffe mit Schalldämpfer. Ich bin bereit. Die kann beides erreichen. Achso, weil die Waffe falsch ausgewählt ist. Ja, okay. Dann, also beide können beide theoretisch treffen, aber die hat eine niedrigere Treffsicherheit. Naja gut, dafür schießt die aber Salven. Allerdings habe ich meinen eigenen getroffen. Und ich glaube, genau das Problem hatte ich auch beim ersten Mal, als ich das gemacht hatte. Deshalb sollte man vielleicht zuerst den anderen anschießen. Ach, das ist der. Okay, dann habe ich mich da vertan. Probieren wir einfach nochmal. Was war das? Das hat gesessen. Ziemlich tief. Mhm. Das war nichts. Du hast nichts gehört. Mhm. Ich brauche demnächst Munition. Ja, das können wir auch direkt machen. So. Der hat nichts gehört. Bereit. Was ist denn das überhaupt für ein Lichtstrahl? Keine Ahnung. So, dann haben wir hier zwei Typen, da noch einen und dann natürlich der rumläuft. Ich wurde bereit geboren.
bin bereit. Na, das sollten wir vielleicht schnell machen. Dass wir den anderen Typen abfangen können, noch bevor der wieder so eine Runde zu Ende hat. Hier. Alles gut. Ich fühle mich nicht so wohl hier drin. Das macht nichts. Bereit. Ja, was gibt's denn? So. Ich bin bereit. Hier. Was gibt's denn? Und den nehmen wir auch weg. Ah! Ha! Hier. Und dann nehmen wir uns den hier vor. Da kommt man aber nicht hinter. Ich bin bereit. Der kann da nicht durchgucken. Da müssen wir jetzt gucken, ob das so funktioniert. Danach hätten wir immer noch 5. Der Pukasold ist Wurmfutter. Der Pukasold. Ich wurde bereit geboren. Jo. Hier. Ja, wir könnten auch auf den direkt drauf schießen. Beseitigt. Ja. Damit sind jetzt alle im Eimer. Das ging schnell. Jetzt müssen wir looten und dann das Funkgerät bedienen, weil sobald wir das Funkgerät bedienen, haben wir wieder quasi einen, ich sag mal, Timer, wo dann die nächsten Gegner kommen, aber das werden wir dann gleich sehen. Jetzt müssen wir erstmal looten und da jetzt hier die ganzen Typen wiederfinden. Da habe ich ja Schrott mitgenommen, was ich entfernen kann. Thompson ist nicht schlecht, weil man dafür nur 4 AP braucht, um damit zu schießen. Allerdings ist es halt auch keine Pistole. Das heißt, die kann... Ja, wobei, da gehen wir sowieso was anderes hin. Ja, ist halt eine mittelgute Waffe. Nehme ich aber nicht. 9mm. Hier können wir noch mitnehmen. Okay, der hat ansonsten eigentlich nichts. Dann haben wir den. Der hat 545, die brauchen wir nicht. Nehmen wir das. Dann haben wir hier, das brauchen wir auch nicht. RPK, auch wieder eine neue Waffe. Die hat ordentlich Ammo drauf und damit kann man ordentlich Dauerfeuer machen, aber... die macht zu wenig Schaden und braucht zu viel AP. Das Problem ist, ähnlich wie bei Wastelands, wenn man sich mal dran erinnert, wenn man keine 2 Schuss mit der Waffe, also keine 2 Angriffe mit der Waffe durchführen kann mit den AP, die man hat, dann macht es halt keinen Sinn. Bloß ist es bei Wastelands, also bei Wastelands 2, musste man halt seine Charaktere so aufbauen, dass man genau 2-mal schießen konnte mit den Waffen, was halt ein bisschen dämlich war. Naja. Wie dem auch sei, es macht halt keinen großen Sinn, diese Waffe zu nehmen. Da haben wir jetzt noch Granatas, die nehmen wir auch mit. Weiß gar nicht. Granatas, ich glaube, das war bei Granata, bei Stalker.
556. Ja, und da haben wir auch eine neue schöne 556 Waffe. Eine volle. Voll. Zustand. Colt. Kannst du auch direkt mal in die Hand nehmen. Dann. Damit kann ich arbeiten. Genau, AK-74. Ist jetzt auch nicht schlecht, ist aber halt nichts im Verhältnis zu dem Dingen. Da können wir mit 5 den Feuerstoß abgeben. Klar, wenn wir Dauerfeuer machen, dann wäre das andere besser, aber da habe ich halt niemanden. Und werde ich jetzt auch niemanden erstmal haben. Von daher lassen wir das. 545 brauchen wir auch die Munition nicht mitnehmen. Ja, dann ist das hier nämlich auch alles gegessen. So, dann haben wir hier draußen den. Der hat eine Colt Python mit einer Magnum-Munition. Die Munition nehmen wir mit. Das ist hier drauf. Da haben wir noch mehr. Dann wäre das nämlich auch erledigt. Ansonsten ist hier in dem Raum nichts. So, dann haben wir die beiden. Der hat hier Ammo. Alles gut. Ja, dann packen wir die hier drauf. Das Messer nehme ich mal mit. Denn wir werden hier danach Shadow bekommen. Da muss ich mal gucken, weil er kann die Messer werfen. Müssen wir aber mal gucken, ob wir genug Platz dann haben. Noch eine? Da kann ich mich jetzt nicht dran erinnern, dass ich dann noch so eine gefunden habe. Aber es kann also sein, dass ich die Leiche wegtransportiert hatte und deshalb das nicht mehr gesehen hatte. Schalldämpfer. Ja, Schalldämpfer. Können wir mal da drauf bauen. Ich glaube, auf die Waffen geht's gar nicht, oder? Wäre ja vielleicht auch noch eine Idee. Ist natürlich dann auch schwerer auseinanderzuhalten. Andererseits, das andere hat halt diesen Streu-Reduzierung, beziehungsweise mehr Schaden macht das dann. Wobei die Dinger ja sowieso schon viel Schaden machen. 4 bis 6. Na komm, dann nehmen wir das da drauf. Das geht tatsächlich, okay. Dass wir die ja nicht mitnehmen, sollten wir die Moon davon mitnehmen. 5, 5, 6. Ach so, ist mal voll. Okay. Dann haben wir hier noch ein Ding. So, auch den Stack voll gemacht. Die Bandagen nehme ich erst gar nicht mehr mit. Weil ich nicht vorhab zu bluten. Den nehmen wir auseinander. 5, 4, 5. Da ist 9 mm bei. Ja, sollen wir die mitnehmen? Wahrscheinlich bringt es nichts. Immer bereit. Das war der. Und du. Männlich. Da haben wir ein bisschen Schrotflinten-Munition. Okay. Dann kommt der nächste. Da haben wir Armbrust-Munition. Immer bereit. Noch so ein Ding. Und da wird das Inventar auch so langsam wieder voll. Das ist hier drauf. Noch ein Messer. Und damit wäre das jetzt eigentlich auch voll und zu viel. So, hier liegt nichts mehr.
Alkohol. Ah, Ivans Geheimwaffe. Mhm. Keine Ahnung, wieso das da rot zwischendurch wird. Da kann man aber nicht klicken. Das ist wahrscheinlich nur ein Fehler. Ein Glitch. Da haben wir eine Glock. 9mm. Da braucht man zwar auch nur 4 AP für, um zu schießen. Aber macht nur 2 bis 3 Schaden. Das kann man halt auch eigentlich vergessen. Fernplündern. Hier haben wir Wasser. Da werden wir die nächsten Teile. Nächste Messer weg. Mhm. Axu, okay. Und dann haben wir die Kisten erstmal hier. So, eine taktische Weste. Die würde ich dann mitnehmen wollen. Also da müssen wir dann hier wieder Platz machen. Denn... Was gibt's denn? Wenn wir einen neuen Charakter haben... Ah, der neue Charakter hat aber auch irgendwas mit. Es kann sogar sein, dass er die taktische Weste mit hatte. Weiß ich nicht mehr. Hiervon haben wir auf jeden Fall zu viel. Was gibt's denn? Ja, ich glaube, die brauche ich eigentlich nicht. 7,6. Machen wir das hier drauf. Das ist voll. Da haben wir nochmal Beintaschen. Da haben wir Spritze, können wir auch nicht mehr brauchen. Ich weiß nicht mehr genau, was der Shadow, den wir dann dazu bekommen, was der mitgebracht hatte. Ich glaube, der hatte kein Rucksack-Dingen. Hier haben wir 3 Leichen. B5. Da haben wir keinen Platz mehr für die Munition. Und dann die Ecke noch. Was gibt's denn? Regeneriert 3 Lebenspunkte. Schön wär's, wenn wir das mitnehmen könnten. Wir könnten das hier wegpacken. Naja. Achso, was war das andere? 5-4-5. Okay. Die Kiste hatten wir. Da ist noch eine Kiste. Reflexvisier. Okay, das habe ich beim letzten Mal wohl übersehen. Das ist ein Ziel-Dingen. Sollten wir auf jeden Fall mitnehmen. Aber da weiß ich jetzt nicht, was man dafür opfern sollte. Man könnte das nachladen und dann hätte man halt ein paar nur noch, die man verschwenden würde. Immer bereit. Immer bereit. Wir haben hier außerdem 3 Granaten, da 2 Granaten, dann könnte man halt eine Granate wegpacken. Was gibt's denn? Ich guck mal. So. Also wir hatten das hier. Dann den hier. Das auch noch. Okay, da war die taktische Weste drin. So, und dann haben wir die beiden. Der eine liegt hier. Ah ne, die hatte ich ja auch reingezogen. Okay. Fünf. Ja, damit sollten wir hier soweit alles haben, denke ich. Jo. Was gibt's denn?
So, dann müssen wir das Funkgerät bedienen und damit triggern wir einen Dialog. Und wenn wir den Dialog mit Raven starten, dann gibt es einen Fehler. Bereit. Das ist zwar, glaube ich, kein dramatischer Fehler. Aber da fehlen dann Dialogzeilen. Was ein bisschen seltsam wird. Also machen wir das nicht. So. Bin startklar. Was gibt's denn? Dann haben wir hier. Ah, okay, da sollten wir erst nochmal rüberlaufen. Ich bin bereit. Jo, dann speichere ich hier nochmal. Neuer Spielstand. Du da. Immer bereit. Die Tech ist der letzte Schrott. Aber ich glaube, ich hab's. Und dann rufe ich jetzt ein. Mhm. Hört ihr uns? Hier ist Vicky. Over. Also nicht so sehr. Ich könnte, Ja, sehr toller Dialog. Könnt ihr uns einen Hilly schicken, Leute? Und allein deshalb wollte ich das neu machen, weil das Gemurmel ist schon fast ein Highlight. Wir brauchen noch ein paar Füße am Boden. Könnt ihr Verstärkung schicken? Wir brauchen hier noch ein paar Füße am Boden. Könnt ihr Verstärkung schicken? Vielleicht wäre, wenn ich das... Nein, nein. Scheiß Idee. Habt ihr gerade Nein gesagt? Ihr undankbaren, geistigen Schweine! Nach all den Jahren lasst ihr uns hier einfach im Stich? Ich überweise das Geld, wenn wir zurück sind, ehrlich. Was ich schön finde, ist halt, dass jeder Charakter da seine eigenen Dialoge hat, aber, Ich überweise das Geld, wenn wir wieder zurück sind, ehrlich. Vielleicht können wir helfen. Verzeihen Sie, dass wir zugehört haben. Sie haben viel für uns riskiert und wir stehen in Ihrer Schuld. Wir haben einen Anhänger, der Zugang zu Geld hat, das auf einem ausländischen Bankkonto ist. Ich gebe Ihnen die Daten. Sie können über das gesamte Geld auf dem Konto verfügen. Das Konto ist bei der TMC Bank in Nassau. Die Kontonummer ist 3999573739. Das ist der Hammer, Schwester. Ich bin froh, dass wir uns auf Sie verlassen können. Verstanden. Alvitas Konto geht klar. Was können wir uns dafür kaufen? Ihr wollt uns verarschen, oder? Sparen Sie sich den Atem. Wir erhalten Berichte, dass Truppen im Anmarsch auf Ihrer Position sind. Sie müssen jede Minute bei Ihnen eintreffen. Beenden Sie das Gespräch und machen Sie sich bereit. Na schön. Suchen wir jemanden aus. Und der Dialog... Es ist offensichtlich, dass ihr dringend einen Mediziner benötigt. Der Dialog mit der Rebellentanze, den hat es mit dem anderen Charakter überhaupt nicht gegeben. Dann ist man einfach hier in dem Menü gelandet und von wegen, ihr Schweine, dass man da nichts kaufen kann von der Dings dann. Und dann kommt man trotzdem direkt in das Menü und kann einen jetzt aussuchen. Das ihr ist. Ihr hättet von Anfang an einen Profi ranlassen sollen. Da finde ich sehr schön, dass jetzt andere Texte genommen werden. Hättet ihr wählen müssen, Ivan von Anfang an. Ja, wir nehmen den. Ihr hättet von Anfang an einen Profi ranlassen sollen. Getarnte Kills sind 100% lautlos. Höhere Wahrscheinlichkeit für Entzündungen. Bluter kann sich an Feinden vorbeischleichen, ohne gesehen zu werden. Ich glaube, der passt am meisten zu meinem Spielstil. Gut mit MPs. Ja, den nehmen wir einfach. So. Mhm. Es ist nie zu spät, die richtige Person für den Job anzunehmen. Ja, okay, der neue Kontraktor müsste bald östlich von hier eintreffen. Gehen wir. Genau, da haben wir aber jetzt nochmal neue Leute, die wir umschießen müssen. Bin startklar. Und die kann man da auch schon sehen. Da kommen 4 und da kommen 4. Und da werden wir direkt mal Overwatch drauf machen. Ich bin bereit.
Alles gut. Mhm. Endlich frische Luft. Alarm! Alarm! Hier ist eine Leiche. Ja, wie kommt die denn dahin? Kommandant? Sir? Unser Kommandant ist tot. Wir müssen härter kämpfen. Ja, am Tor war er ja jetzt auch nicht gerade. Bin startklar. Mhm. Das Adrenalin rast. Budubum. Ich wurde bereits geboren. Mhm. Nee, wir nehmen einen von oben. Dachte ich mir. So, den hier. Und dann nehmen wir den anderen auch noch. Auch von da oben. Bereit. Die sind alle im Eimer. Die können wir nicht erreichen gerade. Machen wir Overwatch. Naja, passt nicht vom Winkel her. Oh, oder doch? Hier. Mhm. Das muss wehtun. Das muss wehtun. Er lebt noch. Blutung drauf. Na komm, dann benutzen wir den auch noch. Und dann die. Da haben wir sowieso nur ein Ziel, also können wir da auch Einzelschuss verwenden. Wir haben so oder so 100% Treffsicherheit. Na okay, dann müssen wir doch den... Jetzt wird's heftig. Ja, jetzt wird's heftig. Noch zwei Leute übrig. Bin startklar. Mhm. Was gibt's denn? Dann können wir den Wutschuss verwenden. Sehr gut. Wir nehmen mal die hier und schießen auf den hinteren. Ich bin getroffen! Hier! Okay, das hat so nicht ganz funktioniert, wie ich mir das dachte. Okay. Das sind 5. Was, wenn wir das so machen? Oh, okay. Ja, das ist ja mal ziemliche Grütze.
verzogen. Heilige Schwester, das Rapnell tut weh! Können wir auch einfach nochmal machen. Also ja, diese Full-Auto-Option, die kann man vielleicht mit dem Charakter verwenden, der darauf ausgelegt ist. Aber, ach, da hatte ich jetzt nicht. Okay. Dann müssen wir das nochmal machen. In den Kopf. Mir geht langsam das Blei aus. Alles gut. Alles gut. Dann nehmen wir den. In 6. Und dann nehmen wir halt nochmal. Jetzt wird's heftig. Mhm. Ich bin bereit. So, dann machen wir wieder den zuerst. Wutschuss. Von Rüstung pariert. Ja, super. Mhm. Da. Okay. Speichern wir mal. Wir können. Die hätte jetzt auch noch diesen Sniper-Schuss. Ich bin getroffen. Okay, das braucht man nicht. Karte verlassen, Feinde aktiviert. Beseitigt. Das war's also hier auch schon. Hier haben wir jetzt nochmal einen Brustbeutel. Wir haben eine Nachtsichtbrille. Und wir haben nochmal Ammo. Und hier können wir jetzt, wenn wir einmal auf Fertig klicken, bin startklar, einmal nachladen. Dann haben wir hier diesen Slot weg. Dann können wir hier auch nochmal nachladen. Wobei die Waffe macht wahrscheinlich keinen Sinn mehr. Ja, die können wir auch entladen. Oh shit. So. Weil wir werden jetzt das Ding hier mitnehmen. Und wie viel geht da rein? 20. Immer bereit. Da können wir noch mehr reinstopfen. Das war falsch. So. Nachladen. Den nehmen wir mit. Ich bin bereit. Das Nachtsichtgerät sollten wir auch mitnehmen. Das könnte die verwenden. Und das hier natürlich auch. Steigert den Zielenbonus um 10%. Ich weiß aber jetzt nicht mehr, was. Bereit. Was ein Zielfernrohr brachte. Alles gut. Bin startklar. Ach, da haben auch nochmal 2. Bin startklar. Da 2. Immer bereit. Das heißt, da haben wir nochmal was frei. So, dann haben wir Nachtsichtgerät. Bin startklar. Wir haben jetzt eins von diesen Gewehren weggelegt. Wir können aber auch noch das andere weglegen. Ich denke nicht, dass die nochmal einen Nutzen haben. Die Munition wird wahrscheinlich gleich auch weggeworfen. Immer bereit. So. Ja, das war der. Dann haben wir die beiden. 545 braucht man nicht. Damit kann ich arbeiten. Ja, das ist halt nochmal so ein 545 braucht man nicht. Wieso die für besonders toll halten, weiß ich nicht. Was gibt's denn? So. Dann haben wir da nochmal ein Messer und nochmal Ammo. Hier. Die können wir mitnehmen, auch wenn die wahrscheinlich keinen Nutzen hat. Wobei, eventuell finden wir halt nochmal
nochmal eine Waffe, die diese Munitionsart verwendet. Dieses Munitionspäckchen liegt da aber noch neben. Naja. So, dann hatten wir da einen umgeschossen. Immer bereit. Granate. Ich bin bereit. Okay. Ah, genau, das war die Desert Eagle, die wollte ich auch mitnehmen. Die kriegt sie dann als neue Powerwaffe, sag ich mal. Und da könnten wir auch das Reflexvisier draufpacken. Aha. Jo. Ja, es kostet das Zielen aber dann einiges. War vielleicht nicht so klug. Na, wobei, irgendwas würden wir da eher drauf tun. Also, ist schon okay. Jo. Jo. Den noch. Da haben wir nochmal. Ich bin bereit. Schrot. Und das war es auch alles. Ja, wir haben also jetzt schon ordentlich. Ich wurde bereit geboren. Ja, auch neue Sachen. Ich bin bereit. Wer hatte diese Magnum-Ammo? Hatte ich die nicht mitgenommen? Hier. Ach, die hat die das da. Die hat die da so rum. Okay, dann sollten wir das vielleicht noch übergeben. Ich wurde bereit geboren. Jo. Bereit. Was gibt's denn? Irgendwas passt jetzt gerade nicht. Ah ja, genau. Aha. Dann hatten wir da noch zwei Granaten und ich glaube, eine hatte ich hier jetzt irgendwo drin gelassen. Jo. Aha. Ja, damit sind wir fertig. Können die Zone verlassen. Hier. Eine Abkürzung. Alles naja. Gut. Bin startklar. Alles gut. Hier. Immer bereit. Ich bin bereit. Aha. Was gibt's denn? Ich bin bereit. Was gibt's denn? Jo. Ha! Das gefällt mir. Gute Arbeit. Es tut mir leid, dass wir Ihnen nicht mehr helfen konnten. Wir haben es versucht. Machen Sie sich keinen Kopf, Schwester. An seinen sollen wir hier bleiben und aufräumen. Also lasst es uns richtig machen und diese Schurken ins Meer werfen. Ich danke Ihnen. Danke für diese Worte. Ich glaube, es wird höchste Zeit, dass wir uns persönlich treffen. Jetzt, wo wir gelernt haben, einander zu vertrauen. Ich habe Ihnen die Koordinaten unseres HQs geschickt. Sorgen Sie dafür, dass Ihnen niemand folgt. Wir unterhalten uns dort weiter. Ich freue mich darauf, Sie bei uns willkommen zu heißen. Mhm, das hier ist das Rebellenversteck. Bevor wir da aber jetzt irgendwo hingehen. Moment, ich speichere jetzt hier mal. Da sollte nämlich jetzt. Ich habe eine Nachricht erhalten, ja, dass jemand nahe der Küste abgesetzt wurde. Könnte das der Söldner sein, den Sie erwarten? Ich sende ihn in die letzte gemeldete Position. Genau, den können wir nämlich jetzt aufsammeln. Ich hörte, ihr würdet es allein nicht schaffen.
Tja, das klingt nach einem Job für Shadow. Sei nicht so ein Arsch deswegen, Mann. Es war schon schlimm genug für uns. Wie du meinst. Also, in was für eine Scheiße habt ihr euch diesmal geritten? Setzt mich ins Bild und lasst uns verschwinden. Mhm. Denn damit haben wir jetzt nochmal einen neuen Charakter, den wir natürlich auch mit der Ausrüstung vollstopfen können. Wir gehen jetzt hier erstmal zurück. 6 Uhr. Wir gehen da erstmal in die Militärbasis rein. Ich brauche Wasser. Ja. So ist aber nix. So, speichern wir hier, ausruhen. So. Das geht an den. Dann Vicky brauchte für Nachteinsatz. Das geht an Shadow, das geht an Shadow. Die Holster, ich meine, da hätte ich beim letzten Mal welche gefunden. Das letzte Mal, als ich da gespielt hatte. Vielleicht ist da leicht zufallsgenerierter Loot bei. Jetzt haben wir da jedenfalls nichts und das hier ist Schrott. Ja. Wir haben hier, der hat direkt eine ziemlich gute Maschinenpistole mit. Die braucht nur 4, um zu schießen. Macht super viel Schaden. Hat leider aber keine Rüstungsdurchdringung. Die ist auf jeden Fall ganz nett. Der braucht natürlich trotzdem eine entsprechende entsprechendes Gewehr. Der hat auch 45er für die hier. Packen wir die hier mal gerade weg. Magnum, näher. Genau, die hat. Das hier ist jetzt quasi die Munition, die alle verwenden, was halt nicht so optimal ist. Mhm. Da ist die 45er Ammo. Die kann der dann komplett haben. Ich glaube, die Waffe ist jetzt sinnlos geworden. Aber behalten wir die jetzt mal. Erstmal. Genau wie die Maschinenpistole ist vermutlich auch sinnlos. Der hat im Übrigen eins Wasser, was wir aber nicht stacken können. Immer noch Alkohol. Da können wir halt noch Rüstungsteile upgraden. Leider haben wir aber keine Waffenteile mehr, womit wir was machen könnten. Und die hier ist die einzige, die Rüstungsteile bauen kann. Also, ja, das ist halt ein bisschen ungünstig. Weil wir damit natürlich nur Zeit verschwenden würden. Also, Wasser im Endeffekt. Ja, wir haben jetzt keine Sniper-Rifle mehr. Die kann man leider nicht mehr auf mehr als, das ist so dumm. Auf nicht mehr als 4 stacken. Vicky hat die Desert Eagle und die andere Pistole, die gebe ich mal dem Shadow. Die können wir zur Not wegwerfen. Und dasselbe gilt hierfür auch. Das ist jetzt erstmal Wegwerfpotenzial. Das gleiche gilt im Grunde auch für die Armbrust. Die können wir aber auch mal mitnehmen.
So. Mhm. Können wir hier eventuell mal was mit der Armbrust umpusten? Wir müssen auf jeden Fall reparieren. Ja, der war ja anscheinend gut mit MPs. Was auch immer das bedeutet. Ach, der hatte schon einen Helm. Dann können wir den natürlich auch wegwerfen. Wobei, wenn wir keinen Nachteinsatz machen, dann sind die Nachtsicht-Dings natürlich jetzt auch nicht so wahnsinnig sinnvoll. Ja. Jetzt haben wir jedenfalls ein bisschen Inventar Platz frei. Womit die nächste Mission zumindest ein bisschen angenehmer werden sollte. Was wir jetzt hier machen müssten, ist einmal die Wartung. Sachen reparieren. Sonst werden das die ist mein Talent. Teile halt nicht mehr verwendbar. Erholen. Erhöht das Immunsystem. Haben wir 8 Uhr. Die haben jetzt Dehydrierung. Wasser trinken. Ja. Das Wasser hat geholfen. Das Wasser schmeckt gut. Es geht mir besser. So, dass die alle auf demselben Stand sind. Gut, und dann werde ich hier auch einen Schnitt machen und beim nächsten Mal werden wir dann die Militärbasis angreifen. Was wir hier noch gerade ändern, ist der hier. So. Aha. Hier haben wir alles nur noch Sachen, die man nicht mehr stacken, nicht mehr höher stacken kann. Ausgerüstet. Ausgerüstet. Da gehen mehr Schuss rein. So. Alles wunderbar. Wir könnten halt das hier noch verarbeiten. Wenn wir Glück hätten, kämen da Taschen raus. Aber das würde halt weiteres Rasten erfordern. Ich meine, wir haben genug Wasser im Grunde, aber wenn wir es nicht müssen. Ja, dann machen wir hier einen Schnitt und beim nächsten Mal geht's mit der Militärbasis weiter. Bis denne!